Kapitel 1b. Die Hoffnung lebt. 3 Monate sind inzwischen vergangen. Es herrscht endlich wieder Frieden. Auch für mich. In den ersten Tagen, nachdem ich Günther zum zweiten Mal verloren hatte, kam mir die ganze Welt so vor, als wären wir gescheitert. Doch dann fiel mir auf einmal diese Geschichte in die Hände. Ich weiß nicht, wie sie in diese Welt gelangt ist, aber das tut auch nichts zur Sache. Ich habe unser Abenteuer noch einmal Revue passieren lassen, mir Günthers Sicht der Dinge angesehen und das 20. Kapitel hinzugefügt. Nach einigen Recherchen wusste ich nun auch, was zu tun war. Günther hatte recht, das Schlimmste, was ich tun könnte, wäre die Hoffnung zu verlieren. Und deshalb habe ich Hoffnung, dass ich Günther zurückholen kann. Ich habe herausgefunden, dass weit entfernt, an der anderen Seite des Ozeans, ein Land liegt. Es hat keinen richtigen Namen, deswegen nennen es alle wegen seiner Landschaft einfach das Sumpfland. Den Legenden zufolge soll sich inmitten dieses Landes eine Höhle voller regenbogenfarbener Kristalle befinden. Sie trägt den fantasievollen Namen die Höhle der Regenbogenkristalle. Diese Kristalle sollen dem, der vom Wächter der Höhle für würdig befunden wird, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen. Ich werde heute Nacht aufbrechen und die Höhle finden. Meine größte Sorge ist, dass der Wächter mich nicht für würdig befinde, aber irgendwie werde ich ihn schon überzeugen können. Ich will mein Abenteuer auch niederschreiben, genauso wie Günther es getan hatte, damit wir uns irgendwann alle zusammen daran erinnern können, was wir schon alles durchgemacht haben. Den anderen habe ich nichts von meinem Plan erzählt. Ich kenne sie und weiß, dass sie nur versuchen würden, ihn mir auszureden. Es sei viel zu gefährlich und die Höhle sei sowieso nur eine Legende. Aber ich weiß, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Höhle der Regenbogenkristalle. Ich werde Lapras bitten, mich in das Sumpfland zu bringen und dann hoffentlich beim Morgengrauen dort sein. Wenn ich es innerhalb von 5 Tagen zurückschaffe, werden die anderen meine Abreise vermutlich gar nicht bemerken. Schließlich habe ich mich die letzten 3 Monate bereits von der Außenwelt verbarrikadiert. Doch selbst wenn sie es bemerken, ich werde schon mit Günther zurück sein, bevor sie überhaupt wissen, wo sie suchen sollen. Inzwischen ist der Mittag des nächsten Tages angebrochen und es ist bereits mehr geschehen, als ich von der gesamten Reise überhaupt vermutet hätte. Ich setzte meinen Plan in die Tat um und Lapras war sofort dabei. Wir begannen eine Seefahrt, die etwa 6 Stunden andauern sollte. Doch gegen 2 Uhr nachts, nach etwa 4 Stunden Fahrt, zog ein starkes Gewitter auf. Die Wellen schlugen hoch, es schlugen Blitze ins Wasser ein und Lapras bekam Probleme, sein Gleichgewicht zu halten. Es ging noch einige Minuten gut, aber dann schaffte ich es nicht mehr, mich festzuhalten und wurde in die tosenden Wassermassen geschleudert. Schon nach Sekunden hatte ich Lapras aus den Augen verloren und nach ein paar weiteren Minuten die Orientierung und schließlich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem kleinen Holzhaus wieder. Ich hörte das Rauschen der Wellen und wusste daher, dass es direkt am Wasser lag. Ich stand auf und ging nach dem Pokémon suchen, das hier wohnen musste. Ich wurde bereits im nächsten Raum fündig. Dort stand ein Hydropi. Es drehte sich um, als ich den Raum betrat. Ah, du bist aufgewacht. Wie fühlst du dich? Ja, ganz gut, danke. Hast du mich gerettet? Ja, ich hab dich nicht wirklich gerettet. Du wurdest hier an den Strand angespült und ich hab dich dann hierher gebracht. Ich heiße übrigens Hydropi. Trotzdem danke für deine Hilfe. Ich bin Lord Ecke. Er sah etwas überrascht aus. Lord Ecke? Kommst du aus dem Nachbarland? Ja. Warum? Ich hab gehört, was dort alles passiert ist. Aber das hat wohl jeder. Dann bist du wohl derjenige, dem ich es verdanke, dass ich überhaupt noch hier bin. Aber sag mal, wenn du Lord Ecke bist, wo ist denn dein Günther? Ich dachte noch einmal an unseren letzten Kampf und an seinen Abschied und wurde wieder traurig. Hydropi bemerkte das auch. Was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Ich beschloss, ihn in meinen Plan einzuweihen und erklärte ihm, was genau passiert war. Und jetzt bist du hier, um die Höhle der Regenbogenkristalle zu finden? Na, dann hattest du großes Glück. Ich kenne die Gegend hier wie meine Westentasche. Ich kann dich genau dorthin bringen.
Ich war überrascht, dass das erste Pokémon, das ich hier traf, die Höhle nicht für eine Legende hielt, sondern sogar wusste, wo sie stand. Aber ich freute mich natürlich darüber. Die Reise dorthin ist aber nicht ungefährlich. Ich denke aber, dich stört das nicht, habe ich recht. Ich antwortete ihm gar nicht, denn ich war bereits aus der Tür getreten und war bereit zum Aufbruch. Kapitel 2b. Ein Wiedersehen. Anhand einer Karte erläuterte Hydropi mir den schnellsten Weg zu unserem Ziel. Er führte über einige Hindernisse, aber das störte mich absolut nicht. Zuerst müssten wir einen reißenden Fluss überqueren, dann durch eine einsturzgefährdete Höhle wandern, einen Illusionswald durchqueren und über einen Vulkan steigen. Hinter diesem Vulkan liegt ein großes Tal und mitten in diesem befindet sich die Höhle der Regenbogenkristalle. Wenn alles gut laufen würde, würden wir ein Hindernis pro Tag passieren können. Der erste Teil der Reise verlief sehr bequem über ein großes Flachland ohne jegliche Hindernisse. Unsere Route verlief dauerhaft an einem rauschenden Fluss entlang. Wir waren einige Stunden unterwegs und es war für meine Verhältnisse schon beinahe zu langweilig, entgegen von dem, was mir Hydropi angekündigt hatte. Bloß hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendjemand oder irgendetwas würde uns beobachten. Jedoch gab es auf den weiten Grasfeldern nicht einmal einen Ort, an dem man sich verstecken konnte, deswegen ignorierte ich das Gefühl. Nach einiger Zeit machte der Fluss plötzlich einen Bogen und bildete das erste Hindernis unserer Route. Inzwischen waren wir in einer Gegend, in der immerhin ein paar Bäume standen, welche Hydropi auch gleich nutzen wollte. Wir können einen der Bäume hier umwerfen oder als Brücke über den Fluss benutzen. Ich schaffe das nicht, Wasserattacken helfen mir leider nichts, wenn es um so etwas geht. Kannst du das übernehmen? Meine Antwort bestand daraus, dass direkt ein Baum fiel. Er reichte gerade so auf die andere Seite des Flusses und es sah ziemlich unsicher aus. Hydropi schien das nichts auszumachen, er überquerte unsere Brücke mit Leichtigkeit. Er musste sich als Wasser-Pokémon ja auch nicht so viele Sorgen machen, in den Fluss zu fallen. Er rief mir vom anderen Ufer aus zu. Komm einfach rüber, der Baumstamm hält auf jeden Fall. Für das Gegenteil müsste schon jemand dafür sorgen, dass er das nicht tut. Diese Aussage half nicht wirklich, um mich zu beruhigen, da ich immer noch das Gefühl hatte, dass wir beobachtet würden. Doch ich wusste, wenn ich Günther zurückholen wollte, führte kein Weg daran vorbei. Außerdem waren das wahrscheinlich sowieso nur Nachwirkungen unseres großen Abenteuers. Ich tat meinen ersten Schritt und tastete mich langsam voran. Ich merkte, dass der Baumstamm wirklich deutlich stabiler war, als er aussah, und erhöhte mein Tempo. An das, was als nächstes geschah, kann ich mich nur noch vereinzelt erinnern. Wie, als hätte ich es hinaufbeschwört, tauchte innerhalb von Minisekunden ein komischer Schatten am Anfang des Baumstammes auf und löste ihn vom Ufer. Der Baumstamm mit mir darauf wurde sofort von der reißenden Strömung mitgerissen. Ich sah, dass sich ein Wasserfall vor mir auftat und wusste nicht, was ich jetzt noch tun könnte. Im nächsten Moment fiel direkt vor dem Wasserfall ein großer Felsen ins Wasser und stoppte den Baumstamm in letzter Sekunde. Da bin ich wohl gerade noch mal rechtzeitig zur Stelle. Bist du okay, Lordecke? In meinem Schockzustand dauerte es einen Moment, bis ich realisierte, dass es Floink war, der mich gerade gerettet hatte. Ja, danke, aber... Was zur Hölle machst du hier? Ich dachte, du bist in Silberdorf. Wie kommst du hierher? Ich wollte dich vor kurzem erst besuchen und als deine Haustür offen stand, wurde ich misstrauisch. Als ich danach sah, war alles verwüstet und einige Aufzeichnungen zu einer Höhle der Regenbogenkristalle lagen auf dem Boden. Es war also nicht schwer herauszufinden, was du forst und Lapras hat mir auch sofort alles erklärt, was geschehen ist. Ich bin dir gefolgt, aber hab den anderen nichts gesagt. Mein Aufbruch war sehr kurzfristig, direkt nachdem ich mit Lapras gesprochen hatte. Sie kommt schon auch ohne uns zurecht. Aber woher weißt du eigentlich, dass du hier lang musst? Hast du einfach geraten? Nein, ich habe ein Pokémon getroffen, das mir den Aufenthaltsort der Höhle sagen konnte. Wo ich gerade von ihm rede, er reist mit mir, ich sollte wieder zu ihm gehen. Aber ich sah Hydropi im Augenwinkel bereits zu uns rennen. Als Floink und Hydropi sich gegenseitig entdeckten, erstarrten sie.
Ich wusste nicht, was jetzt auf einmal los war. Sie sahen beide aus, als könnten sie nicht glauben, wen sie da sehen würden. Da fiel mir etwas ein, das während unserem großen Abenteuer geschehen war. An dem Tag, an dem wir Ultra-Nekrosma bekämpft hatten. Als wir wieder in Silberdorf ankamen, erzählte Bisasam uns, dass einer von Floings besten Freunden in ein Nachbarland gereist war. Ihr beide kennt euch schon, habe ich recht. Hydropi schien wieder etwas zur Besinnung zu kommen und nickte. Ja, das tun wir. Warum bist du hier, Floink? Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Was ist passiert? Floink sah aus, als wüsste er nicht, was er antworten sollte. Es tut mir leid. Ich wollte mich wenigstens von dir verabschieden, aber ich habe nicht einmal das hingekriegt. Das tut mir leid. Hydropi hingegen schien von dieser Antwort sehr überrascht zu sein. Wie? Dachtest du, ich wäre sauer auf dich? Ich weiß, warum du nicht kommen konntest. Jeder weiß das. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich muss mich bei dir bedanken. Du hast einen wichtigen Teil zur Rettung der gesamten Welt beigetragen. Die beiden diskutierten noch einige Zeit darüber, wer nun wem etwas schuldig war, als ich sie unterbrich. Es ist zwar schön, dass ihr euch nicht gegenseitig die Schuld gibt, aber können wir das Ganze einfach vergessen und weiterreisen? Wir wollen Günther doch nicht warten lassen. Kapitel 3b. Neue Gefahren, alte Bekannte. So reisten wir weiter, nun zu dritt anstatt zu zweit. Im Verlauf der Reise redeten wir über viele Themen, vor allem über all das, was in unserem großen Abenteuer passiert war. Wie sich herausstellte, wusste Hydropi wirklich nicht viel mehr, als was für Pokémon dabei waren und dass wir die Welt vor der Dunkelheit retten konnten. Wir erzählten ihm alles, was auf den ersten 48 Seiten dieser Geschichte geschrieben steht. Unsere Geschichte. Eines Tages fragte Hydropi mich auch, ob ich wusste, wie der Baumstamm sich überhaupt bei unserem ersten Hindernis gelöst hatte. Das war etwas, das ich schon beinahe ganz verdrängt hatte. Ah, stimmt, da wollte ich noch mit dir drüber reden. Am Anfang des Baumstammes habe ich einen Schatten gesehen. Er hatte den Baumstamm gelöst und ist danach ins Nichts verschwunden. Ich weiß nicht, wer oder was das war, doch ich habe das Gefühl, wir haben einen Feind, der uns hier verfolgen wird. Hydropi versuchte mich zu beruhigen. Er meinte, es würde sich nicht einmal lohnen, uns anzugreifen. Im Kampf wären wir ohnehin überlegen und bei den kommenden Hindernissen könnte niemand überhaupt dafür sorgen, dass sie gefährlicher werden würden. Das war zwar nicht die Art von Beruhigung, die ich mir gewünscht hätte, aber es half ja alles nichts. Es dauerte entgegen Hydropis Plan noch beinahe 2 Tage, seit wir den Fluss überquert hatten, bis wir zur Bröckelsäulengrotte, der einsturzgefährdeten Höhle, von der Hydropi bereits gesprochen hatte, kamen. Bevor wir sie betraten, erklärte uns, wie wir nun vorgehen müssen. Ihr müsst dicht hinter mir bleiben und den gleichen Weg wie ich ablaufen. Wenn wir nur eine der Säulen in der Höhle berühren, wird das gesamte Konstrukt in sich zusammenbrechen und wir werden verschüttet. Die Durchquerung der Höhle wird nur etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen und sollte ein kleines Problem bleiben, wenn ihr einfach aufpasst, wo ihr hintretet. So betraten wir die Höhle. Die Säulen dort waren wirklich hauchdünn und standen eng aneinander gereiht. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie die Natur so etwas erschaffen konnte. Laut Hydropi müssten wir nur eine der Säulen überhaupt berühren und alles würde einstürzen. Hier merkte ich wieder, dass die Höhle der Regenbogenkristalle etwas sehr Besonderes sein musste, wenn sogar die Natur selber Hindernisse erschuf, um sie zu schützen. Der gesamte Weg durch die Höhle war aufgebaut wie ein Labyrinth, aber Hydropi wusste an jeder Abzweigung genau, wo wir entlanglaufen mussten. Es wirkte wirklich so, als würde diese Höhle nichts ausrichten können. Nach etwa 20 Minuten, wie Hydropi geplant hatte, sah ich ein Licht geradeaus. Hydropi sagte, wir seien am Ausgang angekommen, doch in diesem Moment bemerkte ich, dass sich irgendetwas hinter mir abspielte. Als ich mich umdrehte, war er wieder dort. Der Schatten, der bereits am Fluss versucht hatte, mich umzubringen. Er schlug kurz gegen eine Säule und verschwand im nächsten Moment wieder ins Nichts.
Auf einmal begann die Decke der Höhle zu wackeln und Felsen fielen herab. Wir rannten in Richtung Ausgang, doch uns trennten noch mehrere hundert Meter und die Decke konnte jeden Moment kollabieren. Gerade als es schien, wir würden unter den Felsen begraben werden, gruben sich Ranken aus der Erde und stabilisierten die geschädigte Säule. Schnell, kommt raus da! Kaum hatten wir die Höhle verlassen, verschwanden die Ranken und alles stürzte in sich zusammen. Direkt am Ausgang wartete schon der Ursprung dieser rettenden Lianen auf uns. Dieser Sam. Ich wusste doch, dass ich euch hier finde. Wie kommst du jetzt hierher, dieser Sam? Ja, ich denk mal so wie du auch, Florenk. Als du nicht mehr zurückgekommen bist, habe ich nachgeschaut, ob du noch bei Lapras bist. Als er selber weg war, habe ich einfach gewartet, bis er wiederkommt und bin euch gefolgt, weil ich natürlich wusste, was du vorhast. Ab diesem Zeitpunkt reisten wir also zu viert weiter, in Richtung des Illusionswaldes. Vom Ausgang der Höhle aus konnten wir diesen riesigen Wald bereits in der Ferne entdecken. Ein seltsamer Nebel hing um ihn. Wir brauchten nur ein paar Stunden, um ihn zu erreichen, doch wir entschieden uns zu lagern und machten eines der Lagerfeuer, die wir auf unserem großen Abenteuer schon allzu oft gesehen hatten. Hydropia erklärt uns das Problem am nächsten und vielleicht auch gefährlichsten Hindernis. Dieser Wald ist wie ein natürliches Labyrinth. Durch den merkwürdigen Nebel dort entstehen Halluzinationen, die versuchen werden, dafür zu sorgen, dass wir uns verirren und wahnsinnig werden. Den Pokémon, die dort leben, macht der Nebel nichts aus. Es sind Kannibalen. Sie warten nur, bis Reisende nicht mehr zurechtkommen und Rast machen, bevor sie angreifen. Hierbei sah ich keine Möglichkeit, wie wir es schaffen könnten, wenn der Wald selber uns vom Weg abbringen will. Deshalb fragte ich Hydropi, was wir tun könnten. Wir müssen versuchen, uns nicht abhalten zu lassen und einfach geradeaus zu gehen, egal was kommt. Am nächsten Tag betraten wir also den Illusionswald. Wie bereits erwartet, trat bereits bei Eintritt in den Wald eine große Nebelwand hervor. Wir versuchten auf Hydropis Anweisung zu hören und einfach geradeaus zu laufen, doch nach einiger Zeit türmte sich eine ganze Wand aus Bäumen vor uns auf. Wir konnten nicht mehr geradeaus laufen und waren gezwungen abzubiegen. Dies erwies sich jedoch schon kurze Zeit später als Fehler. Wir hatten die Orientierung komplett verloren. Wir waren bereits 4 Stunden im Wald unterwegs und die Schatten streiften durch die Büsche. Wir hielten alle nicht mehr lange durch. Als wir gerade anhalten wollten, blitzte die Gegend auf und der Nebel lichtete sich. Einige Meter über unseren Köpfen schwebte Nick Crosma. Kommt schnell heraus, hier geht's lang. Mir war bereits bewusst, was diese Rettung bedeutete. Unsere Gruppe bekam nun noch ein Mitglied. Nun fehlte nur noch ein Hindernis und ich glaubte bereits zu wissen, wen wir dort treffen würden. Unsere Reise im Sumpfland stand nun kurz vor ihrem Ende. Morgen würden wir die Höhle der Regenbogenkristalle erreichen und den Wächter dort treffen. Inzwischen machte ich mir jedoch wieder Sorgen. Er würde mich nicht als würdig empfinden. Als ich Hydropi darauf ansprach, zog er keine Zweifel. Er wird dich sicher in die Höhle lassen, Lordecke. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich bin sicher, er kann gar nicht Nein sagen. Ich wusste nicht, wie er so viel Sicherheit an den Tag legen konnte, aber ich machte mir nicht mehr so viele Gedanken. Zumindest nicht darüber. Schließlich gab es immer noch diesen Schatten. Wir brachen bereits früh am nächsten Morgen in Richtung des Spaltenvulkans auf. Inzwischen fühlte diese Reise sich beinahe so an wie unser großes Abenteuer. Auch wenn seitdem einige Zeit vergangen war, fühlte es sich immer noch so an, als wäre alles erst gestern geschehen. Nur Günther war nicht da, aber nicht mehr lange. Ich war entschlossen wie schon lange nicht mehr. Es war endlich der Tag gekommen, an dem Günther zurückkehren würde. Wieder meiner Erwartung war es ein leichtes für uns, den Vulkan zu besteigen. Am Krater machten wir kurz eine Pause und genossen die Aussicht von dort. Wir waren eigentlich zuerst alle dagegen. Als Hydropi uns erzählte, dass der Vulkan bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, erloschen war, konnten wir uns alle darauf einigen. Der Ausblick von dort war wirklich atemberaubend.
Wir sahen weite Wiesen voll mit unzähligen Blumen, Flüsse, Wälder. Es war eine Idylle. Inmitten all dieser Dinge befand sich ein Tal. In diesem Tal sollte sie stehen. Die Höhle der Regenbogenkristalle. Nach etwa einer halben Stunde entschlossen wir uns, den Abweg zu bestreiten. Doch nach wenigen Metern beschlich mich mal wieder ein komisches Gefühl. Als ich mich kurz umdrehte, sah ich mal wieder den Schatten, der uns schon die gesamte Zeit verfolgte. Er schien eine Art Beschwörungsritual am Krater zu vollführen. Im nächsten Moment verpuffte er wieder mitten ins Nichts und die Erde begann zu beben. Was ist das, Hydropie? Ich dachte, der Vulkan wäre erloschen. Ja, das dachte ich auch, aber... Bevor er ausreden konnte, erschallte eine Explosion. Die Lava begann aus dem Krater zu steigen und den Berg herunter zu fließen. Wir rannten so schnell wir konnten nach unten, doch auf der halben Strecke stellte sich uns ein riesiges Problem in den Weg. Die Erdspalte, die diesem Vulkan seinen Namen gab. Die Lava war etwa 100 Meter hinter uns und bewegte sich langsam aber sicher in unsere Richtung. Was sollen wir jetzt machen? Irgendwie hatte ich es bereits erwartet. Aber keiner aus unserem Team konnte mir antworten. Nur Latias. Springt auf. Sie schaffte es, uns alle in Sicherheit zu bringen, bevor die Lava in die Tiefen der Schlucht stürzte. So bestritten wir die letzten Stunden unseres neuen Abenteuers als beinahe vollständiges Team. Und das letzte fehlende Teammitglied würde bald auch zu uns stoßen. Kapitel 4b. Der Anbruch einer neuen Ära. Wir sahen bereits aus weiter Ferne den Abstieg ins Tal. Ich konnte es kaum erwarten, dort anzukommen und rannte bereits vor den anderen voraus. Doch als ich unten im Tal ankam und mich umsah, erstarrte ich. Die anderen waren inzwischen auch hier. Was? Wie? Warum ist die Höhle eingestürzt? Ich konnte und wollte einfach nicht glauben, dass diese Reise jetzt umsonst gewesen sein sollte, dass ich Günther nie wiedersehen würde. Ich trat an die kümmerlichen Überreste der Grotte und starrte auf den Kristallstaub, der sich mir zu Füßen bot. Auf einmal stand er vor mir, der Schatten, der uns die ganze Reise verfolgt hatte. Ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft, und das obwohl ich versucht habe, euch aufzuhalten. Ihr Narren, ihr seid selber schuld, dass ich diese Höhle zerstören musste. Hättet ihr einfach aufgegeben, hätte es nie so weit kommen müssen. Nun, wo derjenige vor uns stand, der wiederholt versucht hatte, uns alle umzubringen und der nun dafür gesorgt hatte, dass ich Günther nie wiedersehen würde, konnte ich mich kaum noch halten. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was soll das Ganze? Was haben wir dir denn getan, dass du versuchst, uns umzubringen? Gib dir 30 Sekunden, um mir alles zu erklären, bevor ich dir erkläre, wie das mit dem Umbringen richtig geht. Er schien keine Angst vor mir zu haben, eher im Gegenteil. Ich bin Darkrai. Ihr habt mir persönlich nichts getan, aber einen guten Freund von mir schon. Wärt ihr ihm nicht in die Quere gekommen, würden wir jetzt in einer perfekten Welt leben. Einer Welt der Finsternis. Und ich kann nicht zulassen, dass ihr euren Freund zurückholt, damit er weiter gegen die Dunkelheit kämpfen kann. Und du solltest nicht so übermütig sein. Ohne dein reines Element hast du keine Chance gegen jemanden wie mich. Aber ich schlage dir einen fairen Tausch vor. Ihr alle bleibt am Leben und du überlässt mir deine Seele. Auf so eine Frechheit wollte ich gar nicht antworten. Dieses Pokémon war ein enger Verbündeter der dunklen Macht und verhöhnte uns. Er hatte die Höhle der Regenbogenkristalle zerstört und nun verlangte er meine Seele. Im nächsten Moment hörte ich Hydropi reden, der sich an meine Seite gestellt hatte. Gib noch eine letzte Chance zu verschwinden, Darkrai. Wenn du in 10 Sekunden noch hier bist, dann wirst du spüren, was dir deine Dunkelheit jetzt bringt. Und wer bist du jetzt, dass du dich überhaupt traust, mich anzusprechen? Hältst du dich für mächtig oder sowas? Ich bin Hydropi, meines Zeichens der Wächter des Trümmerhaufens, auf dem du uns gerade deine Ansprache hältst. Für solchen Abschaum wie dich bin ich eine Autoritätsperson, verstanden? Darkrai schien nicht überrascht oder beeindruckt, anders als ich. Hydropi war die ganze Zeit selber der Wächter gewesen. Das
Das erklärte natürlich, warum er den Weg genau wusste und so sicher sein konnte, dass der Wächter mich akzeptieren würde. Aber Darkrai wirkte immer noch, als fühle er sich komplett überlegen. Besonders gut bist du ja anscheinend nicht in deinem Job. Naja, wenn ihr mein Geschäft nicht annehmt, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Wenn du mir deine Seele nicht freiwillig überlässt, dann werde ich sie an mich reißen müssen. Im nächsten Moment bildete sich ein schwarzer Schleier um jeden einzelnen von uns. Ich konnte nichts mehr sehen und merkte, wie ich müder und müder wurde. Ihr seid selber schuld, wenn ihr euch mit den Albträumen selbst anlegt. Im nächsten Moment schliefen wir alle ein und ich wusste, all meine Freunde waren hier. Dieses Mal gab es niemanden, der uns noch retten konnte. Doch es anders, als ich erwartet hatte, wachte ich kurz darauf wieder auf. Alles war normal. Ich stand auf und sah mich nach Darkrai um, doch er war nicht da. Aber Günther stand am Eingang der Höhle und sah auf die Trümmer unter sich. Er sah aber nicht normal aus. Er wirkte etwas blass, wenn nicht sogar durchsichtig. Günther? Er drehte sich erschrocken zu mir. Er hatte Tränen in den Augen. Ich merkte, dass er immer blasser wurde. Was ist los, Günther? Warum ist alles in Ordnung? Warum bist du so traurig? Du bist endlich wieder bei uns. Seine Tränen mehrten sich. Ich sagte, ich kann nicht zurückkommen. Ich werde trotzdem immer bei dir sein. Ich habe es dir versprochen. Auf einmal verschwand er vor meinen Augen. Ich wollte nicht verstehen, was das bedeutete. Ich sah in den Sternenhimmel. Ein einzelner Stern leuchtete auf einmal hell auf. Ich werde nie wieder in eure Welt kommen können, aber ich werde dich beschützen, wenn du es am dringendsten brauchst, Lord Ecke. Ich verspreche es. In der Frühe des nächsten Morgens kamen wir wieder an der Küste an. Auf dem Rückweg stellte sich uns nichts in den Weg. Doch ich kam kaum voran. Ich musste nun einsehen, dass ich versagt hatte. Ich konnte Günther nicht mehr zurückholen. Ich hatte ihn und alle anderen enttäuscht. Wir schafften es trotzdem zurück in unsere eigene Region. Hydropi begleitete uns nun, da er im Sumpfland nichts mehr verloren hatte. Die Höhle der Regenbogenkristalle war zerstört und somit seine Aufgabe als Wächter zu Ende. Und das war auch meine Schuld. Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich auf dem Weg zum Hügel in Silberdorf. Zum ersten Mal alleine. Ich brauche die Zeit für mich selber, um alles zu verarbeiten. Aber ich werde versuchen voranzukommen und nicht aufzugeben. Ich werde die Hoffnung bewahren, auch wenn ich diesen Rückschlag allein musste und ich ihn nie ganz verkraften werde. Aber ich weiß, solange ich hoffe, wird diese Welt weiterleben. Doch oben, dort auf dem Hügel, dort ist bereits jemand. Günther sitzt an der Klippe und schaut in die Sterne. Lord Ecke, uns beiden ist viel passiert. Wir mussten beide viel durchmachen. All deine Mühen schienen umsonst gewesen zu sein. Wir haben beide lange gekämpft. Ich trete langsam auf ihn zu. Günther, ich dachte, du kannst nicht zurückkehren. Hast du jemals wirklich daran geglaubt, Lord Ecke? Nun bricht eine neue Ära an. Günther löst sich vor meinen Augen in Luft auf. Ich glaube zu halluzinieren, das kann nicht sein. Ich halte es nicht mehr lange durch. Doch jetzt spüre ich, wie etwas meinen ganzen Körper durchströmt. Jetzt ist die Ära der Vernichtung angebrochen. Nun gehört diese Welt der dunklen Macht und keiner kann sie je wieder aufhalten. Ja, somit endet meine Geschichte zu Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition wirklich. Das war auch die Bonus-Story. Auch wenn jetzt vielleicht keiner erwartet hätte, dass sie so ein Ende nehmen wird. Ich habe zwar bereits in der finalen Folge einiges
in den Credits zu meinem Projekt gesagt, aber das Ganze war schriftlich und ich möchte einfach nochmal persönlich über das ganze Projekt reden. Es war für mich wirklich ein sehr besonderes Projekt. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, in jeder Phase. Ich hatte eigentlich keine Zeit, in der ich keine Lust auf dieses Projekt hatte. Nachdem ich mit dem Schreiben fertig war, hat es zwar einige Zeit gedauert, bis ich begonnen habe, das Ganze aufzunehmen. Ich glaube, die erste Folge ist Ende Juli oder Anfang August. Nein, später. Ich weiß nicht, wann genau. Ich denke, irgendwann gegen Mitte oder Ende September. Sorry, dass ich das gerade nicht weiß. Aber dann ist die Folge ungefähr online gekommen. Mit dem Schreiben war ich eigentlich schon im April ungefähr fertig. Aber das lag auch nicht daran, dass ich keine Lust hatte. Das lag einfach daran, dass Planen manchmal nicht so leicht ist. Ich hatte viele Schularbeiten, in den Ferien wollte ich auch mal Pause machen. Mein Internet hatte Probleme, dann waren schon langsam die nächsten Ferien angebrochen. Ich war im Urlaub, dann sollte dieses Projekt ja ursprünglich mit dem Squad stattfinden, die in Rollen sprechen sollten. Da will ich jetzt auch als kleine Trivia mal sagen, wer überhaupt welche Rolle dort übernehmen sollte, zumindest von den Hauptrollen. Die Teilnehmer sollten ursprünglich Cool Surfer, Gomez Lehrling, Lord Ecke und der Fragezeichen-Man werden, neben mir natürlich. Und zwar hatten wir eine Besetzung von, natürlich, Lord Ecke, weder soll das anderes sprechen als, natürlich, Cool Surfer, nee, Spaß, Lord Ecke. Hashtag Mario Bros, wer weiß, wovon ich rede, schreibt's in die Kommentare. Dann hatten wir in den Rollen von Bisasam und Bisasam und Latias, genau in diesen Rollen hatten wir den Fragezeichen-Man als Floink und Hydropi später wäre Gomez Lehrling dabei gewesen und Cool Surfer letztendlich hätte sich als Necrozma engagiert. Die dunkle Macht hätte neben Günther auch ich selber übernommen, weil ich den Charakter einfach selber ziemlich cool finde und die Stimme mag. Ja, viel gibt's nicht mehr zu sagen. Das Projekt hat mir total viel Spaß gemacht. Diese Bonus-Story war, denke ich, auch mal ganz interessant. Wir haben jetzt wirklich ein Ende. Ich liebe es, wenn die Stimmung von einer WhatsApp zerstört wird. Ich stelle mir gerade vor, was passiert wäre, wenn irgendwie in der Szene mit Darkrai gerade eben diese WhatsApp reingekommen wäre. Naja, ich sollte jetzt mal runterkommen. Das Ganze hat zwar einige Zeit in Anspruch genommen, die Hintergrundbilder erstellen, zum Beispiel die letzte Folge. Also das Finale der Story hat zum Beispiel sehr viel Zeit gekostet. Ich habe auch in meiner Freizeit einfach... Das ist auch allgemein ein Grund, warum mir das so viel Spaß gemacht hat. Immer. Ich kann einfach immer darüber nachdenken, was ich hier in diesem Projekt machen kann. Was ich in der Geschichte einbauen kann. Und Leute, ich habe noch so viele Ideen, die ich alle irgendwie umsetzen will. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich will auf jeden Fall, wenn noch eine Geschichte kommt, sie ein gutes Stück länger machen als diese hier. Und dazu brauche ich halt auch Ideen, aber ich habe so viele verschiedene Ideen. Das größte Problem ist, dabei ist, das kennen viele, die eine Geschichte schon mal geschrieben haben. Zuerst denkt man sich das Finale aus. Das ist auch die Story, wie das Ganze hier überhaupt entstanden ist. Ich habe einfach mal gedacht, nachdem ich Pokémon Super Mystery Dungeon gespielt habe, wie wäre es denn, wenn das Finale ein bisschen anders ausgesehen hätte? Und dann habe ich mir das so überlegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kann ich anstatt so einer dunklen Macht ja auch ein Pokémon nehmen, das von der dunklen Macht besessen ist. Aber das muss ja auch irgendwie in die Story eingearbeitet werden. Und
Daraus kann ich vielleicht einen Plot-Twist machen und ich tue so, als wäre ein sehr zwielichtiges Pokémon wie Necrozma zum Beispiel der Antagonist, doch plötzlich stellt sich ein Pokémon, das bei mir, wer mich kennt, keiner erwarten würde, als Antagonist heraus, da es mein Lieblings-Pokémon ist. Und dann ist es vielleicht doch nicht dieses Pokémon, sondern eine dunkle Macht. Und so hat sich nach und nach die gesamte Story um diese eine Idee herumgebildet. Und um diese große Idee, die diese Story jetzt hat, haben sich noch viele hunderte Ideen mehr gebildet, von denen ich manche auch schon verworfen habe. Das ist auch wieder ein kleiner Fakt. Ich will hier jetzt einfach mal ein paar Fakten zum Beispiel einfach ein bisschen über das Ganze hier reden, Fakten und sowas. Erstmal, es steht noch ein Video tatsächlich zu diesem Projekt aus. Und zwar werde ich das Ganze nochmal schön zusammencutten und als komplettes Hörspiel auf YouTube kloppen. Und ein Fakt, ich habe die Geschichte, wie ich schon in den Credits erwähnt habe, erst einmal normal geschrieben und dann nochmal am Computer abgetippt. Und eben auch einfach, ich habe eigentlich nicht abgetippt. Ich habe mir eigentlich die Ideen aufgeschrieben in der Originalgeschichte, das alles notiert. Und dann beim Abtippen, wie man es eigentlich nicht nennen kann, habe ich nicht mal das Original, das Handschriftliche, neben mir liegen gehabt. Ich wusste einfach, wann kommt was in der Story und habe es nochmal so geschrieben, wie die Formulierung für mich am besten war. Das ist auch beim Vorlesen oft passiert. Oft hatte ich manche Vorlesehänger und das lag eigentlich nicht dran, dass ich nicht lesen kann, weil ich bin nicht dumm, sondern dass mir aufgefallen ist, dass eine Formulierung vielleicht nicht so toll ist und ich sie deswegen einfach verändert habe. Aber der kleine Fakt, zu dem ich eigentlich kommen wollte, und zwar beim Abtippen wurde ein komplettes Kapitel aus dieser Geschichte vollkommen rausgestrichen. Dieses Kapitel war wirklich entstanden, um wirklich den Zwang eines normalen Pokémon Mystery Dungeon Spiels irgendwie reinzuquetschen und es hatte absolut keine Relevanz mehr später. Es war ein Kapitel, sehr, sehr am Anfang. Wenn ich mich nicht irre, war es ursprünglich das dritte Kapitel, auch wenn das jetzt ersetzt wurde. Und dabei ging es eben einfach darum, dass Lord Ecke, Floink, Bisasam und Günther zusammen ein Rettungsteam gebildet hatten. Dabei hatte ich auch einen sehr tollen kleinen Gag reingebracht, als sie zum ersten Mal am Jobbrett standen. Ich hole mal kurz meine handschriftliche Version, die mir auch viel bedeutet. Sie ist tatsächlich, das ist ein Fakt, den sage ich gleich mal. Einen Moment. So, ich habe hier einen richtig dicken Hefter, in dem ein kaputter Stift klemmt, geholt. Dieser kaputte Stift bedeutet mir tatsächlich, was dieses Spiel, diese Geschichte bedeutet. Sehr, sehr viel. Da ich eigentlich die gesamte handschriftliche Version, zumindest fast. Ich habe am Anfang von Kapitel 8 eine besondere Vision, war es in diesem Fall. Die Kapitel sind ein bisschen anders angeordnet. Also als Günther zurück in die Vergangenheit geschickt wurde, von da an habe ich die gesamte Geschichte mit diesem Stift geschrieben. Außer die Bonus-Story, bei der habe ich einen anderen Stift benutzt, weil da war er kaputt. Dann jetzt mal der Fakt, wie viele Seiten ist meine Story? Ich habe sie auf Word in Schriftgröße 14 geschrieben. Ich mag keine 11er Größe. Und dabei bin ich am Ende auf 59 Seiten gekommen, wobei es eigentlich 58 sind, weil mein Word noch eine komplett weiße Seite als allerletztes hat. Die handschriftliche Version beläuft sich auf über das Doppelte. Rippbäume, es gibt 125 handgeschriebene Seiten zu Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber jetzt mal
zu diesem einen tollen Gag, den ich hier gesucht habe. Und dabei kann ich auch gleich mal gucken, was ist wirklich da. Scheiß WhatsApp. In Kapitel 2 habe ich das bereits angesprochen mit dem Retterteam. Und Kapitel 3 war tatsächlich dasselbe. Ah ja, das ist auch so eine Sache. Die... Hä? WTF, wo ist das Kapitel? Ah, hier. Und zwar war das Ganze mit dem Rettungsteam ursprünglich geplant, um noch eine kleine Anekdote zu machen an mein Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Let's Play und so einen kleinen Hinweis sozusagen für Lord Ecke, dass Günther wirklich derjenige ist, den er von früher kennt. Denn als sie ihr Retterteam benennen wollten, kam es zu folgender Diskussion. Aber wie nennen wir jetzt unsere Team? Diese Frage kam sehr plötzlich und keiner von uns hatte eine Idee. Plötzlich sah ich vor mir ein paar Worte. Etwas daran rief Erinnerung wach. Team Runde Ecken, sagte ich. Und was ich vor mir sah, Lord Ecke war sichtlich geschockt. Was hast du gesagt? Wie? Und dann gab es später noch einen kleinen Dialog zwischen Lord Ecke und Günther. Günther, sag mal, der Teamname, den wir jetzt haben, wo hast du den her? Ich sagte ihm, dass ich es einfach vor meinem inneren Auge gesehen hatte. Warum denn? Warum reagierst du auf diesen Namen eigentlich so komisch? Ich sollte es dir wohl sagen. Also mein früheres Erkundungsteam, du weißt schon, das mit dem anderen Günther, das hieß genauso. Ich habe mich wieder daran erinnert. Eines Tages verschwand er jedoch ohne jede Spur und ich beschloss abzureisen und nie wieder nach Schatzstadt zurückzukehren. Ja, dadurch stellte sich Günther natürlich auch ein paar Fragen und dann ging alles ganz normal weiter. Bis zu dem Moment, an dem Lord Ecke als Schatten aufgetaucht ist. Aber jetzt kann ich vielleicht nach 5 Minuten auch zu der Szene kommen, die so einen kleinen Gag hat. Hier stehen sie nämlich an einer Tafel und Floink liest sich einfach ein paar der Rettungsaufträge durch. Der hier klingt cool. Besiege Arceus. Dahinter stehen 3 große rote Totenköpfe. Was heißt das? Bisasam war sehr panisch. Das heißt Finger weg. Ja, solche tollen Gags habe ich da reingebracht. Auch alle Kapitel und so sind anders benannt. Und jetzt möchte ich noch mal kurz erklären, warum eigentlich Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition heißt. Und zwar ist das eine wirklich lange und hinreißende Story. Es hat damit begonnen, dass ich eben begonnen habe, mir diese Geschichte auszudenken und das ganze Konzept drumherum gestrickt habe und so viele Ideen hatte. Und dann war ich endlich mit der Geschichte fertig. Nur eine Sache hat mir noch gefehlt. Ein Name für die Geschichte. Ich habe ungefähr 20 verschiedene Namen, die hier auf der Titelseite alle hingekritzelt sind. Einfach aufgeschrieben. Aber die meisten haben einfach die gesamte Story gespoilert oder eigentlich nicht viel damit zu tun gehabt. Hier habe ich zum Beispiel Reise in der Finsternis, Mysteries in the Past, Explorers of the Sky 2, Battle Against the Darkness, ohne Name, verdammte Scheiße, das ist mein Favorit. Ja, und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, Günther aus der Dönerbude ist ein Walross, es ist eine Fanfiction von mir, deswegen ist es die Walross-Edition. Das ist aber ein Riesenvorteil, wenn noch ein Nachfolger kommt. Für den hätte ich nämlich schon einen Namen. Geil! Also ich würde wahrscheinlich schon als Obertitel Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2 nehmen, aber dann eben noch so einen Untertitel. Ich will ihn jetzt noch nicht sagen, aber jetzt mal so als Beispiel, zum Beispiel Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2. Lord Ecke ist ein hässlicher, stinkender Haufen Scheiße ohne Freunde. Vielleicht heißt die nächste Story ja auch so. Klingt realistisch.
Ja, eigentlich hatte ich geplant, noch 2-3 Minuten nachträglich zu reden. Jetzt habe ich hier schon eine Viertelstunde voll. Alter, eigentlich bin ich nicht so der Typ, der so lange redet, aber ich kann stundenlang hier drüber reden. Ich habe auch viel Zeit damit verbracht, Musik zu suchen für den Hintergrund. Und dabei habe ich einige Tracks auch überhaupt erst gefunden, die ich vorher gar nicht kannte. Ja gut, es nimmt noch auf. Ich habe nämlich gerade ein anderes Programm geöffnet, weil ich will ein paar Musiken abspielen, die ich dadurch nur kennengelernt habe. Zum Beispiel in der finalen Folge hatten wir eine Musik, die eingetreten ist, als Günther realisiert hat, dass alle Pokémon, die ihm vertrauten, Unrecht hatten. Und das war diese hier. Mit einem sehr langsamen Anfang, deswegen spule ich mal ein bisschen vor. Und diesen Track zähle ich im Moment persönlich zu einem meiner Lieblingstracks. Oder ich habe auch zum ersten Mal, auch einmal in dieser Folge, einmal in der letzten, einen Track mit Lyrics verwendet. Und ich habe auch neue Remixer entdeckt, die ich jetzt benutze. Zum Beispiel den Retnas VGM, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man ihn ausspricht, der viele coole Remixes hatte, von denen ich aber den Ultra Necross mal als Theme bekommen hatte, persönlich am liebsten mag. Dann gibt es noch einige andere Tracks, die ich oft genutzt habe. Die brauchen wir jetzt, denke ich mal, nicht so dringend. Wobei ich eben auch versucht habe, relativ häufig Originaltracks zu verwenden. Auch von Spielen, die ich zum Beispiel, also von Pokémon Mystery Dungeon, auch von auch von Teilen, die ich nie gespielt habe. Und ich habe so auch Tracks entdeckt in der YouTube-Audiobibliothek, die ich nie kannte. Somit hat das Projekt mir persönlich auch noch mehr gebracht, da ich gefühlt der einzige YouTuber bin, den ich kenne, der in seiner Freizeit die Musik hört, die er im Hintergrund seiner Videos verwendet. Ich habe auch noch so viele Bilder da, die ich einfach behalten will. Ich gehe mal meinen Bilderordner kurz durch. Sämtliche Bilder der Credits, aber vor allem das Bild, auf dem alle zusammen mit Günther als Geist im Hintergrund sind. Ein Bild, das muss ich mal zeigen. Das werde ich hier mal gleich einfügen, hoffe ich. Nee, warte, scheiße, kann ich nicht. Das werde ich am Ende nochmal einfügen. Und das war ursprünglich als Hintergrundbild geplant. Oder das Thumbnail vom Finalpart. Irgendwo habe ich noch ein Thumbnail, das ich behalten wollte. Oder auch nicht. Scheiße, ich muss das aus Versehen schicken. Oder das Krasseste finde ich. Als ich noch am Schreiben der Geschichte war, hatte ich geplant,
wirklich das ganze, jede Szene der Geschichte mit einem Bild im Hintergrund zu versehen. Und dafür habe ich zwei Bilder erstellt, dann habe ich realisiert, dass es einfach nicht klappt. Eins der Bilder war dieses Bild, das im Hintergrund sein sollte. Und das andere ist ein Bild der finalen Schlacht, das ich auch am Ende einblenden werde. Wenn die dunkle Macht in Günthers Körper gegen Lord Ecke mit dem reinen Element kämpft. Ja. Sonst habe ich hier nichts von diesem Projekt, außer eben Bilder von den Hauptcharakteren. Das ist auch eine Besonderheit. Vielleicht kennen manche den YouTube-Wiki-Eintrag, den es zu mir gibt, in dem auch steht: Das Nervigste an YouTube für mich ist das Thumbnail erstellen. Aber in diesem Projekt hat es mir richtig Spaß gemacht. Ich konnte einfach immer, es war meine beste Möglichkeit zu zeigen, was ich eigentlich, wie diese Welt für mich überhaupt aussieht. Ich mich jetzt triggern. Die es hier gibt. In dieser Story und die kann sich auch jeder anders vorstellen, aber für mich ist einfach diese Region, deren Name auch nie erwähnt wird, einfach für mich ist es eben dieselbe Region, in der auch Schatzstadt und alles andere liegt. Ja, ich weiß nicht, ob die offiziell einen Namen hat, aber es gibt das große Silberdorf. Es ist eine sehr idyllische Region mit einigen Wäldern, einem großen, verschneiten Gebirge, manchen Hügelketten, einem Ozean an den Rändern, bei Silberdorf der große Hügel mit dem kristallklaren Spiegelsee. Für mich, oder Lord Eckes Haus, eine schöne, bequeme Holzhütte. Es ist für mich einfach alles. Ich kann mich so gut hineinversetzen, was ein Grund ist, warum ich persönlich der Meinung bin, dass diese ganze Fanfiction sehr, sehr gut geworden ist. Und ich bin gerade echt ein bisschen überrascht, dass ich jetzt fast so lange geredet habe, wie die Story war. Also ist es langsam Zeit, für dieses Projekt wirklich an ein Ende zu kommen. Für meine Verhältnisse hatte es wirklich gute Bewertungen. Ich habe auch, glaube ich, 2 Abonnenten dadurch hinzugewonnen, was, wenn man insgesamt 63 hat, schon ein bisschen was ist. Und ich werde versuchen, noch etwas davon zu bringen. Somit verabschiede ich mich endgültig mit dem letzten Satz der originalen handschriftlichen Geschichte. Dann muss ich erstmal zurückblättern, weil ich lieber den letzten Satz der Story und nicht der Bonus-Story nehme, weil ich gerade verdammt schlau bin. Was ich weiß, meine Kapitel waren deutlich zu kurz. Ja, noch ein kleiner Fun-Fact. Die Nummerierung der Kapitel der Bonus-Story hat sich geändert. Wir haben jetzt 1b bis 4b. Im Original gab es 1-1, 2-1, 3-1 und das bis sie. Ich denke, es ist klar, dass ich 1, 2, 2, 2 und 3, 2 und so weiter meine. Und es ging bis 7-2. Hier, auf Seite 101. Das Ende der normalen Geschichte. Lord Ecke, falls du das hier liest, vergiss mich nicht und vor allem verliere niemals deine Hoffnung. Damit sehen wir uns irgendwann wieder.